Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 und ja, der Satz, den kennen wir ja schon und auch die Hand kennen wir schon, denn in der letzten Folge haben wir ja gegen diese schwarzen Viecherbiester, ich habe keine Ahnung, wie ich die nennen sollte, ich sollte mal hier meine Stoppuhr schon anmachen, wenn ich sie auch aufgemacht habe, so, müssen halt jetzt irgendwie da durchkommen. Ich bin mir ja noch unschlüssig, ob es vielleicht cleverer wäre, irgendwie doch erst die Schrotflinte irgendwie zu holen und dann weiterzumachen, weil also irgendwie ist ja die Pistolenmunition auch bald alle. Und ja, so viel haben wir nicht. Und ich treffe halt auch nicht immer. Und er lädt noch fleißig. Und ich habe, das probieren wir gleich mal aus, ich habe in den Kommentaren hat mir einer geschrieben, Dankeschön, ich glaube Lagimania, wie wir vielleicht doch Travis befreien können. Eigentlich ist das relativ, also ja, eigentlich war es gar nicht so schwer, wenn ich, also wenn es funktioniert, bin ich mal gespannt. Probieren wir mal aus, ich versuche mal Travis zu befreien. Wieso habe ich nur 7 Schuss? Hatte ich schon immer so wenig? Wir gucken gerade nochmal in die Kiste, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt hatte. Ach, das hatten wir, genau. Das ist Kraut, haben wir auch, warum haben wir denn Kraut? Ach so, ja. Chemische, flüssige Chemikalien, ja, haben wir. Könnten wir im Grunde nochmal eine Medizin machen im Notfall? Blindenmunition, Führerschein, ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Wir versuchen mal Travis zu befreien. Wir versuchen mal Travis zu befreien. Ich, ehrlich gesagt, ich habe schon überlegt, weil ich jetzt gar nicht drauf gekommen wäre. Oder ich wäre schon drauf gekommen, glaube ich, weil ich. Aber man ist halt so irgendwie. Du willst hier nicht wirklich viel überlegen. Wenn so ein Sch hier ist die Tür gar nicht. Wenn so ein scheiß Monstervieh hinter dir her ist, dann willst du einfach nicht überlegen. Also dieses schmatzende Geräusch. Das Viech ist irgendwie weg oder weggeschwommen? Ich weiß keine Ahnung. Willst du irgendwie nicht wirklich nachdenken? Also wir hatten ja hier Travis, ne? Und den Tipp mit hier, ne? Von wegen, ah, hier Lukas, ne? Denk dran, 3A und Handabdruck. Die Tür mit dem Handabdruck habe ich auf und er meinte, ich sollte auf die William. Da ist ein A drin. Sean ist ein A drin. Steht gar nichts drauf. Und Lara 3A und ein Handabdruck Travis. 3A und ein Handabdruck. Das wären ja die beiden hier und die hier nicht. Ich bin mir jetzt nicht. Also ich sollte die öffnen. Probieren wir mal. Also William. Lara. Hallo Lara. 3As. Sean. Ist auch ein A. Das hat kein A. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Kann ich jetzt Travis aufmachen? Irgendwie, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Also, warte mal, 3A und ein Handabdruck. Was steht denn hier drauf? Craig. Achso, das ist auch ein A eigentlich, ne? Ja, machen wir nochmal zu. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Ach, Tamara! 3A und ein Handabdruck. Ah! Aha! Jetzt habe ich es verstanden. Moment. Ich habe ausgerechnet das Falsche aufgemacht. 3A tatsächlich. Also Sean hat nur ein A, Tamara hat 3A. William hat 1. Den Handabdruck. Wow! Travis? Ganz ruhig, wo auch immer du bist. Geil, danke. Hat funktioniert. Ah, stimmt. 3A und ein Handabdruck. Nice. Warum hat er eine Nebelmaschine in dem Dings drin? Oh Gott, ich will gar nicht. Komm schon. Yo! Hätte ich mal Travis drinnen gelassen. Aber das ist interessant. Travis? Mein Bein! Hallo, was ist denn mit meinem Bein? Yo, ich hab mein Bein. Travis? Travis ist okay. Travis? Ich habe keine Waffe. Ich kann nichts machen. Travis ist gut. Geh, geh, geh. Nicht bei Fuß, nicht bei Fuß. Ich habe mein Bein dabei. Warte mal, was sagt denn mein Bein eigentlich? Ihr abgetrenntes Bein. Vielleicht kann es wieder angebracht werden. Ja, ich verblute aber. Scheiße. Hallo? Ich sehe so wenig. Hallo? Travis? You are dead. Hä, steht da nicht immer, sie sind tot? Möchte ich Travis befreien?
Irgendwie schon. Ich will nämlich gucken, ob da irgendwas drin ist. Scheiße, jetzt habe ich es nicht gelesen. Was stand da? Muss ich mal nachher gucken. Beinamputation. Warte mal, wir machen gerade mal auch Folgendes. Und zwar, ich glaube, das hatte ich nämlich in der letzten Folge gemacht. Ich will nur eins. So, Kraut machen wir mal rüber. Obwohl, Kraut nehme ich mal lieber mit. Man weiß nie, ob ich nicht doch eine flüssige Chemikalie finde. Und dann machen wir nämlich gerade mal Kombination. Perfekt. Dann haben wir nämlich mal wieder ein bisschen mehr Schuss. Laden die auch gerade mal nach. So, perfekt. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Schuss. Wahrscheinlich brauchen wir die nämlich auch. So, wollen wir das nochmal mit Travis versuchen? Tamara und dann den Händeabdruck, also Craig. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Klatsch, klatsch, klatsch. Den Händeabdruck. Geil. Aber ich will eigentlich Travis gar nicht befreien. Aber das ist ganz interessant zu wissen übrigens. Weil das bedeutet, dass die da drinnen anscheinend, ich sag mal, so eine Art Verwandlung durchziehen. Wir hatten ja irgendwie auch diesen Zettel, wo das drauf stand. Ne, nicht verwandelt, aber irgendwas anderes. Weiß auch nicht mehr. Und, jetzt überlege ich gerade, Schlitzen oder? Ich weiß nicht, ob der mir jedes Mal das Bein abreißt. Jo! Was hat der denn überhaupt für eine Säge an seinem? Macht der mir jedes Mal das Bein kaputt? Nee, ne? Nee. Jo! Ist klar! Schlitzi, Schlitzi, Schlatzi! Neue Entdeckung! Ah! Wow, ich bin wieder geil. Ich habe fast keine Muni mehr, deshalb wollte ich mal. Ich dachte mit dem Messer. Ja, Ende. Ah, warum macht er dich die Hände hoch? Ich glaube, ich sollte nicht alle Tasten gleichzeitig drücken. Hä? Glückst du mal? Dankeschön. Nein, Travis! Nein! Ich sehe halt nichts. Ist da was drin? Schlüssel für Zerlegungsraum. Jo, brauche ich. Geil. Tatsächlich, dann muss ich das tatsächlich aufmachen. Travis! Oh. Moment, warte mal, ich hatte doch eine Karte. Ich hatte doch eine Karte. Ey, ich hatte doch irgendwo eine Karte. Wo war die denn? Wo war die Karte? Auf welcher Taste? Hier. Boilerraum, Zerlegungsraum. Ah, ich wäre gar nicht weitergekommen. Weißt du, was wir übrigens mal machen? Ich speichere jetzt mal nicht, weil ich habe mich echt dumm angestellt. Da sind ja die Kerle, gegen die ich noch kämpfen muss. Hey, ich häng fest. Oh Mann. Wir gehen mal da weiter. Ich wollte da nämlich weitergehen. Und gucken, ob ich da noch irgendwas finde. Hat hier was geblinkt? Nee. Boah. Jo, Kraut! Geil! Hab ich übersehen. War hier noch was? Ja, hier war ja was, ne? Richtig. Keller, genau. Oh, jetzt wird's gruselig. Wir sind hier an der einen Stelle nicht weitergekommen. Ich wollte mal gucken, ob man hier weiterkommt. Wir brauchen echt die Flinte. Was ist das? Psychonautiker. Schlüssel mit der Aufschrift Zerlegungsraum auf dem Schlüsselanhänger. Das ist aber eine Schlange. Wir brauchen diesen Schlangenschlüssel. Den habe ich aber schon mal irgendwo gesehen. Leichenhalle. Also den Schlüssel selber habe ich nicht gesehen. Das meinte ich nicht, sondern ich habe gesehen, dass... Okay, aber da weiß ich schon mal, wo ich lang muss. Aber ich habe Dings schon mal gesehen. Die Tür, das Symbol auf der Karte, dachte ich. Ich höre halt hier immer Geräusche, ne? Ein bisschen spooky ist es. Mann, ich bin total auf, oh, Alter. Mein Herz. Er geht aus dem Modus dann immer nicht raus. Ja.
Also zwei Flaschen, um gegen einen Typen zu kämpfen, ist eigentlich ein bisschen heavy, aber ich speichere gerade trotzdem mal. Ich will nicht doch wieder alles neu machen. Mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Und dann 4 Stunden, 2 Stunden. Speichern wir mal. Und ich will mal gerade was gucken. Und zwar haben wir ja die Skorpion-Tür. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Den Schlüssel nehmen wir mal mit. Die Munition lasse ich gerade mal da, weil im Moment habe ich das Gefühl, ich brauche die nicht. Wahrscheinlich brauche ich sie gleich. Kraut machen wir auch mal rüber, solange ich keine Chemikalien habe. Psychotico mal auch mal rüber. Haben wir ja schon zwei. Können wir dann auch mal einsetzen. Dann, das könnten wir eigentlich einsetzen, um gegen die zwei Biester zu kämpfen, oder? Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ansonsten versuchen wir nämlich Folgendes mal. Ich will die Flinte haben. Ich will gucken, ob ich dieses Flintenrätsel doch lösen kann. Ich hoffe nur, der Vater kommt nicht um die Ecke, ey. Ach, ich hätte noch Medizin mitnehmen sollen. Und hier immer noch den dritten Hundekopf. Der soll ja irgendwo da unten sein. Scheiße, der ist hier noch. Jo, Vater! Das musst du schon besser machen, Junge. Ja, fuck, Mann, der ist die ganze Zeit hinter mir, ne? Ach, stimmt ja, das ging ja nicht. Ach komm, du verdammter Drecksack! Ich will gar nicht gegen dich kämpfen, Junge. Ich will doch gar nicht. Alter, ich will doch gar nicht gegen den kämpfen. Warum kann er nicht einfach mal weg sein? Ich zerquetsche dich wie ein Käfer. Ich hoffe, Marguerite hat sich nicht gehört. Wieso mag die Käfer? Ich will doch nur diese Flinte haben. Mann, ich will doch nur diese Flinte haben. Kann ich hier nicht zurück? Doch. Ich brauche die Flinte. Vater? So, Vater. Jetzt habe ich nur keine Munition dafür. Das ist ja ganz clever. Wie kriege ich denn. Gibt es hier einen Geheimgang irgendwie hier raus oder so? Ich könnte dir wieder drauflegen. Aber es gab ja noch. Keine Muni. Aber es gab ja noch diese andere Option. Diese andere Flinte, die ich mal gesehen hatte, ne? Die Flinte macht viel. Wir haben auch nichts, was wir da drauf machen können, ne? Die Flinte bekommen. Warte mal, das habe ich ja. Ist er meint er die Flinte? Oder kann ich doch irgendwas da reinmachen? Oder wir müssen doch irgendwie diese Flinte bekommen. Ich habe. Gibt es hier irgendwas? Kann ich nichts in die Tür stellen oder sowas? Oder kann ich die Statue verschieben hier irgendwie? Nee, ich könnte die Flinte wieder reinmachen. Oder kann ich was anderes reinmachen? Suchen wir es mal. Das passt hier nicht. Ja, ja. Ich befürchte fast. Kann ich die Flagge hier nehmen? Was ist denn das da für ein Zeichen? Schlange. Das ist doch doof. Oh! Fick dich, Obi. Paddy, meine ich. Das macht echt Spaß! Ja, leck mich am Ärmel! Nochmal Schlange? Ja, will ich nicht.
Scheiß, die waren dann Oppi. Fatty. Verwechsel den halt. Skorpion, ne? Scheiße. Stimmt, es gab noch eine Skorpiontür. Flinte! Dann haben wir die Flinte, dann haben wir auf jeden Fall die Flinte. Oh, gut. Vielleicht können wir dann die Flinte mit der anderen Flinte austauschen. Was absolut keinen Sinn ergibt, aber vielleicht ist ja das nicht ja nur eine Attrappe. Ja, weißt du was? Ich versuche jetzt mal gerade was. Ja, der mir nämlich tierisch auf die Nüsse geht. Hallo? Fanny? Ich komme! Ich bin an dir dran! Hey, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn doch nicht! Oh, Fanny! Ist egal, ich will eigentlich eh sterben. Ich will den Schlüssel halt mitnehmen aus der Truhe. Ja komm, ach, töte mich noch. Oh Mann, ich hasse dich. Hast du noch nicht genug von mir oder was, hä? Halt's Maul, halt einfach's Maul. Nee, ich halt nicht mein Maul. Nicht mein Maul. Halt. So. Ah, you are dead. Nee, ich bin nicht dead. Das ist dead. Unsterblicher. Unsterblicher Jack? Das hätte man mir immer mal sagen sollen, bevor ich die ganze Zeit immer Munition auf den aufballere. Jack kann mit konventionellen Waffen nicht getötet werden, das hätte man mir mal, sagen können. So. Ihr alten Flitzpiepen. Wo ist denn der Schlüssel? Skorpionschlüssel. Mach den nochmal. Habe ich tatsächlich vergessen, dass da oben noch ein Skorpion dran war. Das lassen wir mal weg. Wir müssen eh vor ihm weglaufen, haben wir ja gerade gelernt. Kraut nehme ich mal mit. Flintenmunition können wir jetzt auch mal mitnehmen. So. Den Schlüssel, ja. Versuchen wir es mal. Irgendwie heimlich dahin zu kommen. Hier hinten ist er ja nicht. Der hält sich ja echt nur in diesem Anfangsgebiet praktisch auf. Na, Jack? Wo bist du? Ich habe Angst, dass er hier oben ist. Jo, ruckelte. Ist okay. Ja, defekte Flinte. Alles klar. Können wir austauschen? So, was gibt's hier noch? Ein Zettel. Ich bin es leid, die ganzen Scheißer immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundeköpfe Reliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass die uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Und ich habe einen Schlüssel für den Zerlegungsraum. Yeah! Das wussten wir ja auch schon. Wir haben ja den anderen Hinweis schon gefunden. Aber hier ist tatsächlich geil, wenn du in dem Zimmer bist, dann kriegst du nicht, na, wenn du die Flinte haben willst, ne? Boah, das ist geil. Das ist praktisch noch so ein extra Secret, damit du es noch einfacher hast fürs erste Mal durchspielen. Haben wir ja schon die ersten beiden. Oder da. Ja, Pistolenmuni, geil. Mega geil, der Raum. Flüssige Chemikalie wird ja immer geiler. Müssen wir gerade mal ein Kraut machen. Also, ein Dings hier. Was ist da drin? Das Gebiss der Oma? Was? Ist das, worum...
Warum fehlt dein Zahn, Alter? Was fressen die eigentlich? Menschenfleisch oder was ist denn mit dem falsch gelaufen? Die haben ja eh so komische Innereien gehabt, aber hier ist nichts, ne? Okay. Genug gespielt mit dem Gebiss der Oma. Nein, jetzt mach doch mal das Gebiss hier zu. Wollte ich doch gar nicht. Ja, Zimmer der Großmutter. Aber, hä, Moment, warte mal. Wer hat denn das geschrieben? Wieso kann die Oma jagen? Die sitzt im Rollstuhl. Nicht bewegen! Ah! Och, fick dich doch jetzt mal, Jack! Ganz ehrlich! Jack! Das ist nicht schön! Oh, verfickter Bastard! Oh, du Dreckiger! Aller Dreckigen! Nee, mir geht's nicht gut! Ich darf nicht zu lange am Ort bleiben. Ich möchte jetzt nicht weg. Oh Mann, ich will das nochmal. Ach, scheiße jetzt! Jack, du verdammter Bastard! Du Bastard auf Bastarden. Hallo, Tür zu? Ich will gucken, was hier noch ist. Ein Zettel. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Ja, was sollte ich machen? Ja, ist okay. Verpiss dich doch einfach! Du Mistkerl! Hier hast du. Hier, wie frisst das? Und dies und jenes? Und das und jenes und das und da und da. Mann, du musst da haben. Warte, Jack! Fällst du mal um? Schönes Gebiss hast du. Hab da jetzt doch Oma gefunden. Sieht genauso aus. Was ist los, Junge? Keine Munition mehr? Nee. Oh Mann. Meine Arme. Mein Arme. Mein armes Genick. Ich weiß wirklich nicht, was sie in dir gesehen hat. Ich bin tot. Ja gut, dass ich den Zettel jetzt gelesen habe. Ich wollte nur gucken, was da ist, Mann. Ach, Mann, Jack, ey. Jackass. Ich würde sagen, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Der Weg ist gut. Der Weg ist der Schlüssel zum Ziel. Warte mal, apropos Schlüssel. Flintmuni ist gut. Flüssige Chemikalien, einen können wir nämlich, genau. Speichern. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge, probieren wir das nochmal, das zu holen. Also wir müssen es holen. Also wir wissen, wir sind auf jeden Fall weitergekommen. Kann man jetzt schon mal nicht, kann man jetzt schon mal nicht meckern. Jetzt müssen wir nur irgendwie das versuchen mit Jack zu machen und wir versuchen das relativ schnell zu machen. Der Typ hat mich so mega erschrocken. Nicht bewegen, stehen bleiben. Oh, der Typ, ne? Also, ganz ehrlich. Ich soll echt mal killen. Also, wenn ich den nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit seinem... Was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, mit was er mich immer schlägt. Mit seiner komischen Tapezierrolle mit Stacheln dran. Der Typ macht mich fertig. Ich würde sagen, nächste Folge, ne? Versuchen wir es mal. Also gleich, also ich nehme das jetzt sofort auf, aber nächste Folge hier. Oh Gott, ich, ja. Wir sehen uns dann wieder und werden Jack fertig machen. Oder uns sehr gut an ihm vorbeischleichen. Wir werden uns nicht so lange in dem Zimmer aufhalten, dann finden wir uns auch nicht so schnell. Wir müssen ja nicht mehr alles lesen und die Chemikalien und das Gebiss müssen wir uns auch nicht schon lange angucken. Gucken aber da mal den Zettel an und wenn wir das irgendwie durch haben, dann, und er uns dann erwischt und wir dann schon wieder sterben, dann gehen wir nur schnell rein, holen die Flinte, die Chemikalie und die Pistolenmunition und die andere Munition und dann sind wir da wieder ganz schnell raus. Wir sehen uns dann wieder ganz schnell in einer neuen Folge von Resident Evil. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.